Er hat immer noch Übersteuern, sagt er, aber offensichtlich ist es schnelles Übersteuern. Allerdings. Wenn er den ersten Sektor ein bisschen sauberer gefahren hätte, dann hätte es sogar... Und Unfall. Oh, McNish, Abbruch. Muss das ein Einschlag gewesen sein? Hinter der Leitplanke liegt das Auto. Hinter der Leitplanke. Und McNish ist ausgestiegen. Ja, das ist aber das Beste, was wir jetzt gerade gesehen haben. Abbruch, völlig klar. Ein Bild der Verwüstung und der Zerstörung. Aber McNish ist draußen. Die Gänsehaut kann sich da wieder legen. Jetzt hat es auch Button gesehen. Da ist die Leitplanke durchschlagen. Richtig, ja. Out of the car and has been taken by the marshal. Okay, die Meldung ist aus dem Auto und wird versorgt von den Streckenposten. Da oben sehen Sie ihn liegen. Apparently, through over the barrier. Unbelievable. Und wir hören, dass er wohl über die Leitplanke geflogen ist. Die Ingenieure können es selber kaum fassen, genauso wenig wie wir. Ach, der McNish ist da mehr oder weniger nur geschockt. Der hat sich da mal kurz hingelegt und ist natürlich gewaltig geschockt. Hier kommt die erste Einstellung. Oh, überkorrigiert, fliegt rückwärts zum Glück und durchschlägt die Leitplanke an der Stelle. Und steigt danach aus. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Ja, aber zum Glück rückwärts, ich sag das. Korrigiert zu viel, Auto pendelt auf. Nichts gebrochen hinten. Schwer zu sagen, ja. Hier liegt das Auto, das ist nur noch der vordere Teil. Ein völlig zerstörter Toyota. Das ist ein so grausames Bild, diese Verwüstung, dass wir fast sprachlos sind, dass der Al McNish da so ausgestiegen ist. Dass er ein bisschen benommen ist, ist ja klar, aber er ist noch ganz. Ist da sicherlich geprellt und steif und wird das alles erst später spüren, ne? Und Mika Salo steigt auch erstmal aus. Ja, ja, jetzt kommen so langsam da die ersten Schmerzen, Sie sehen's. Und da wird sich jetzt Charlie Whiting aus dem Auto. Erstmal das Medical Car. Hier sehen Sie den Toyota liegen, dieses zerfetzte Auto. Das ist hinter der Leitplanke. Da wird sich jetzt erstmal die Ärzteschaft um Al McNish kümmern. Hier, das ist Professor Sid Watkins. Und dann wird sich auch gleich Charlie Whiting da die Leitplanke anschauen. Das wird eine ganze Weile dauern hier, bis man da sich im Klaren ist, wie man das repariert, wie man das alles wieder aufbaut. Da ist okay, Al McNish. Und der geht jetzt erstmal sicherlich ins Streckenhospital zum Röntgen. Wir sehen es nochmal. Kommt raus, kommt auf den Randschein, Heck geht weg. Und dann die schwarzen Streifen deuten natürlich darauf hin, dass das Heck rutscht halt. Durchschlägt rückwärts die Leitplanke. Wobei ich bin mir nicht ganz sicher, ob an dieser Stelle das die echte Geschwindigkeit. So sieht das aus. Das muss die R130 sein.